bei dem waren wir. Hier. Ein bisschen gut versteckt. Oh, wie cool. Einfach eine komplette Bücherei. Und kann sein, dass alle Außenweltler irgendwie ein Klavier haben? Das ist schon echt niedlich. Und da ist ein Roboter unter den Büchern. Und das ist auch das letzte Notizbuch. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Okay, ich dachte, das ist das Notizbuch. Dann schauen wir uns natürlich weiter um. Irgendwo hinspringen können wir hier nicht. Aber hauptsächlich kann so die Bücherstapel ein bisschen umschmeißen. Wenigstens teilweise. Und ich kann hier auch an keinen einzigen Teppich kratzen. Das war unser Schlafbereich. Ist so gut. Ich liebe einfach dieses Kratzen. Hier irgendwas? Nee. Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Neue Gegenschaft. Gegenschaft. Es reicht nicht, dein Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Jess, die Bibliothekarin. Ein Safe. Und ein Radio, was ich nicht anmachen kann. Wo könnte denn hier ein Safe sein? Versteckt hinter einem Haufen Bücher. Nicht hinter diesem Haufen, wie mir scheint. Und ich habe ja auch noch nichts zu den Außenweltlern gefunden. Ach, hier. So, wir gucken. Ach, ich bin doof. Ich brauche ja gar keinen Code. Ich habe einen Schlüssel. Was denn das? Notizbuch? Endlich, das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemandem namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Turks auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Oh, in diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Ich will noch die Sprühflasche haben. Also wir haben alle Notizbücher. Im Endeffekt, uns fehlt noch ein einziges Notenblatt. Und halt ein kleiner Abstecher bei Momo. Nee.
Wie stressfrei komme ich da jetzt wieder hoch? Sehr stressfrei, wie mir scheint. Aber dann halt noch das Notenblatt, das letzte. Miau. Hier, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Ich hab alle. Oh, es gehört Doc. Es war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Das ist jetzt aber nicht das, was ich dachte. Poncho, Notenblatt, Notizbuch von Momo. Energy Drink, Notenblatt. Notizbuch von Clementine, Notenblatt. Aber ich dachte, ich kann ihm jetzt helfen. Wir haben die vier Notizbücher der Außenwäldler gefunden und eine Notiz, wie man den Sendeempfänger repariert. Ich bin doch bei Momo. Oh, ich sehe so nichts. Warte mal, ich muss eine andere Position einnehmen, sonst kann ich das Gespräch nicht sehen. Das war sein Notizbuch, ja. Clementine, ja. Warte, du hast tatsächlich alle... Ja, sag ich doch. Oh, was? Was ist das für eine Notiz? Der Sendempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Clementines, Balthasar, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Sendempfänger reparieren. Ja, Doc, Momo, mach mal. Et voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Oh, ich sehe keine Kratzspuren auf dem Teppich. Entschuldigung, das muss ich kurz korrigieren. Da oben, siehst du das Gebäude hoch über den anderen? Wenn ich hier stehe, sehe ich gar nichts. Wenn du den Sendempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Du bist ja einer der Kleinen und schnell genug ist, um den Zergs zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Bring uns in den Himmel. Das machen wir natürlich da oben auf dem Turm. Aber ich weiß ja nicht. Wieso käme auf? Weil ich gerade rauche. Deshalb. Und bevor ich da hoch will, will ich ja eigentlich noch mindestens ein Notenblatt holen. Andererseits, ich könnte die, die wir gerade haben, auch erstmal abgeben. Könnte. Heißt nicht, dass ich muss. Hoffe ich. Ich werde doch hoffentlich nochmal zurückkommen. Die Dächer. Sag bloß, ich komme nicht mehr runter. Aber wie will ich denn dann die restlichen Notenblätter abgeben? Komme ich nochmal zurück? Oh, da sind schon wieder Zergs. Da muss ich mich gleich konzentrieren. Und das Problem ist, dafür brauche ich wirklich beide Hände. Und ich dachte, die sind nur auf dem Boden. Diese mistigen Mistviecher. Wir haben bloß den Vorteil, dass die nicht so richtig hochspringen können. Also sobald ich irgendwo drauf bin, sind wir sicher. Aber wo kann ich denn da drüben am besten hochklettern? Oder kann ich hier schon irgendwo... Kann ich vielleicht da hoch? Nee. Na, Mist. Ich hasse die.
die sind echt scheiße. Geh mal weg. Okay, hier kommen sie nicht hinterher. Die schauen aber auch echt lustig aus. Ich finde die kleiner von irgendwie ganz süß. Oh, jetzt habe ich irgendwas im Hals. Die kleinen davon sind irgendwie ganz niedlich. Hätte ich irgendwie fast gern als Plüsch. So, wo geht's hier hin? Ich muss natürlich auch schauen, nicht, dass ich hier irgendwelche Erinnerungen verpasse. Die hätte ich schon ganz gern, möglichst alle. Ob wir jetzt wirklich alle bekommen, weiß ich nicht, aber wenigstens den Großteil. Was klebt denn an der Wand? Das sieht irgendwie komisch aus. Erinnert mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen an Resident Evil. Wir müssen auf diese Leuchtpunkte schießen. Okay, die kommen hier nicht hoch. Sehr gut. Aber sie kommen gefährlich nah. Haha. Die können auch keine Leitern steigen. Besser ist es. So, hier einmal auf... Oh, ich kann auch nicht auf den Mülleimer. Ich will wieder rumklettern. Ich will gar nicht so viel auf dem Boden sein. Da hoch. Komme ich da rüber? Anscheinend nicht. Und eine Erinnerung. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Ja. Das ist natürlich sehr nett. Wo geht's denn hier weiter? Über den Zaun komme ich nicht. Ach so. Da aufs Fensterbrett oder so? Nochmal Schwung nehmen. Ich muss da rechtzeitig wieder raus, ne? Das ist das Problem. Warte mal, ich sollte... Ach, ich kann es auch gar nicht komplett runter. Das ist wirklich nur eine Steighilfe. Nicht, dass ich hier was verpasse. Sieht aber alles aufgeräumt aus. Und auf jeden Fall ist das hier eine verdammt mutige Katze. Kannst du sagen, was du willst. Da könnten wir vielleicht wieder ein Brett umschmeißen. Ich bin mir nicht sicher von... Wir kamen von da drüben. Ich komme da nicht hoch, okay. Was haben wir hier? Türhecken.
habe ich da drüben auch ein Modul, um die Tür zu hacken, dass die dann hier drüben bleiben? Die sind nämlich durchaus ein bisschen aufdringlich. Boah, ich habe gedrückt wie ein Blöder, aber ich konnte nichts tun. Ah, ich muss sie, glaube ich, komplett rüberlocken und dann schnell rüberspringen. Ich glaube, das wäre die wahre Lösung gewesen. Weiß ich Bescheid, kriege ich hin. Na, kommt alle her. Seid ihr vollständig? Haha. Ihr seid so doof. Ach, ich hätte hier doch hacken können. Gut zu wissen. Aber das lasse ich mal. Das passt nämlich gerade sehr gut, dass sie da drin sind. Was ist denn das für ein komischer Glibber hier überall? Das sieht aus, als wäre das Fleisch. Oh, mach bloß vorsichtig. Wir müssen zwar auf den Turm, aber wir müssen trotzdem, ne, in erster Linie überleben. Wird das eigentlich von meinem Katzenleben abgezogen? Also bin ich irgendwann komplett tot und habe dann keine Chancen mehr? Das wäre irgendwie uncool. Miau. Klingt äußerst vertrauenswürdig. Will man hier sein? Da sind die schon wieder. Wo muss ich denn hin? Ich könnte vermutlich da drüben aufs Gerüst springen. Gibt es hier für mich irgendwas, was ich noch entdecken muss? Ich würde die gerne hierher locken. Oder bin ich hier zwischen den Rohren noch sicher, weil die mich gar nicht sehen? Okay, jetzt haben sie mich gehört. Ah, jetzt kommen wieder alle. Warum kommen dann plötzlich alle? Das ist so unfair. Warum kann ich die nicht einfach so draufhauen, weißt du? Wie Katzen das halt machen. Das haben wir. Oh shit, die kommen ja auch hoch. Aber hier nicht. Als ob die hier auch hochkommen. Hört auf damit. Und da sind wieder welche. Aber nur hinter diesem Gitter. Ich glaube, sonst sind wir aktuell halbwegs sicher. Oh, scheiße. Ich wette, ich brauche die Tonne.
ich die aussperren kann. Bestimmt, oder? Alle auf dem Weg hierher? Perfekt. Mach zu. Oh. Andererseits, kommen die hier überhaupt noch rein? Oh, ich dachte, ich kann auf den Zaun hüpfen. Beeil dich, die kommen mit Sicherheit gleich wieder. Hilfe. So, holt mich hier erstmal ein. Sind die gerade einfach geplatzt? Hier oben scheint es sicher zu sein. Ein Aufzug. Ah. Oh nein. Und ich muss Zeit totschlagen, ne? Bis ich in dem sicheren Aufzug bin. Wie lange braucht er denn? Okay, er ist da. Nein, nicht so viele. Oh, Mist. Von wo aus komme ich denn da rein? Wie kommen wir da rein? Ich muss mich hier mal kurz umschauen. Hier wäre ich rauf. Also ich müsste eigentlich hier rüber reinkommen. Das Problem ist halt wirklich hier die Zeit totzuschlagen und immer möglichst viel Abstand von diesen widerlichen Mistviechern zu haben. Hilfe! Boah, das sind viel zu viele. Geh weg! Okay, der Aufzug ist da. Es kommen neue. Spring doch hier hoch, verflucht! Spring doch! Oh, warum springt der denn nicht? Komm. Ja, ich hab's verstanden. Spring da schön rum. Schön viel Zeit schinden. Okay, hier sind schon wieder viel zu viele. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, der Aufzug ist da. Aktuell ist hier auch Ruhe. Und wir sind drin. Oh, endlich.